Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Brawl. Im letzten Part waren wir in der Wildnis und müssen wieder zusehen, wie eine dieser Superbomben erschienen ist. Und jetzt freue ich mich auf diesen Part, denn ich weiß, was in diesem Part passieren wird. Eigentlich wollte ich heute noch nicht mehr viel aufnehmen, die letzten beiden Parts habe ich gerade erst aufgenommen. Und diesen Part wollte ich eigentlich erst später aufnehmen, aber ich weiß schon, was mich da erwartet. Und ich weiß genau, ja, das werde ich jetzt nochmal machen. Motivation pur. Wir schalten meinen Lieblingscharakter frei. Es ist Falco. Jemand aus der Star Fox Brigade, also von dem hier, aus Fox Team. Ha! Mist, ich wollte nur ausweichen. Gut, es dauert noch eine Weile, bis wir den freigeschaltet haben, aber nun gut. Hui! Ich will ihn freischalten, denn ich kann sehr gut mit dem umgehen eigentlich. Mein Lieblingscharakter halt. Ich mag halt Charakter. Ah, ich hätte fast was vergessen. Ach Mensch, hat er schon freigeschaltet da. Upsala, ich komme da nicht runter. Ha, so. Das Ding hier ist, war eigentlich so eine gelbe Box, aber so ein Cooper hat das gerade geöffnet oder so ähnlich, ne? Ha! Mist. Ich dachte, der fliegt nicht runter. Ach, der springt ja mal eben wieder rauf. Auch geil. Aua, Pressschlag. So, jetzt aber. Gut. Hier geht's auch nochmal hoch. Ah, gebrannt. Okay, gut. Und. Zack. Ach, ja. So, dich hab ich auch. Und. Plopp. Weg. Hui. So. Oh Gott. Haut mir doch alle ab. Verschwindet. Und eigentlich, naja, ich wollte ja wirklich nur zwei Parts heute aufnehmen. Also die Parts davor. Dieses waren jetzt nicht wirklich eingeplant. Aber na gut, ich habe nicht immer Zeit, an die Wii zu gehen. Und einfach ungestört zu spielen. Das ist einfach so. Deswegen nutze ich jetzt einfach mal die Chance, die ich mir gerade so beschlossen. Ha! Nein, das war zu früh. Ha! Daneben! Komm noch wieder. Mist. War vielleicht doch nicht so gut. So. Aua! So, weg damit. Jetzt müssen wir warten. Hupala. Denn Fox ist sehr schnell, da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht hier verdrückt. Okay. So, hier mit den Leitern wird es gefährlich. Halleluja. So, einmal hoch. Zack. Zack, die nächste. Und die nächste. Und die nächste. Gut. So, jetzt wird es kompliziert. Ich möchte da unten nämlich gerne ran. Ich bin da schon oft gestorben, deswegen. Weil ich dann nämlich diesen hier genutzt habe und dann habe ich gleich das Ding da unten zerstört. Und ja, bin gestorben. Gut, hat funktioniert. Zack, zerstört. Gut, also weiter geht's. Vielleicht fragen sich auch einige, warum ich immer nur einen Part ein Level mache. Es ist erstens so geordneter und zweitens, wenn die Parts zu lang werden, das liegt auch gilt auch für meine anderen Let's Plays, wo jeder Part immer nur 15 Minuten lang ist. Sollte er länger werden, kann es sein, dass ja Audio- und Videosynchronisation nicht ganz perfekt sind. Sonst sind sie bis jetzt immer perfekt. Das gilt auch für dieses Level hier. Aua. Die sind ja perfekt, also sind mir 15 Minuten genügend. Deswegen werden die wahrscheinlich immer nur 15 Minuten lang sein. Gott, werde ich gerade fertig gemacht. Stirbt! Da unten sollte man echt aufpassen, dass man da nicht reingerät. So, jetzt stirbt da oben nochmal. Alter Schwede. Gott. Endlich. Neues Leben. So. Werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Da wir sonst noch drei Leben haben und es dauert nicht mehr lange, bis wir... Gut gezielt. Bis wir dann hier zum nächsten Ort kommen. So, Scrolling-Level. Gott. Ja, meine Stimme wird pappig. Ich hatte nämlich heute schon eine große Aufnahmesession gehabt. Und deswegen ist mein Mom kleines bisschen pappig. So, jetzt wird's riskant. Eine Chance haben wir noch. So. Und zzzzt. Gut. Hier wird's stachelig. Aber mir ist lieber, man kriegt Schaden. Genauso wie jetzt. Anstatt dass man stirbt. Wisst ihr? Also, könnt ihr ruhig auf Risiko spielen. Und hier, ja, schnappt man sich einmal das Ding. Und dann springt man einfach mal ganz genussvoll hoch. Hui, hallo. So, und dich nehme ich auch mit. Du bist, das kenne ich gar nicht. Na gut. Boah, hat sich richtig gelohnt. Na gut, egal.
Wir wollen jetzt endlich meinen Lieblingscharakter freischalten. Nun gut. Huh. Aber gleich zu Anfang mit ihm werden wir gegen einen richtig harten Gegner kämpfen werden. Was war das denn für ein Satz? Werden wir gegen einen richtig harten Gegner kämpfen werden? Ja. Oh Gott. Nein, das wird nichts. Ich hab's schon gesehen. Oh, auch praktisch. Ich bin schon hier. Das ist eine Todesmaschine, wenn man hier eingebunkert wird mit dem Panzer da. Muss man aufpassen. Na gut. Einfach durch die Tür gehen, denn mehr ist hier nicht zu sehen. Die ist hier. Und dann sehen wir ein kleines Video. Ja, ja. Und letztens habe ich ja noch... Nein. Ein kleines Gespräch geführt, Mensch. Ach, Bowser, wie er mit seiner Trophäenkanone und Fox kann elegant ausweichen. Na, toll. Na, super. Das kennen wir ja bereits mit Zelda. Bitte nicht. Ja, super. Okay. Doch, da ist er. Fox braucht seine Hilfe. Es ist kein Vogel. Es ist ein Falke. Es ist Falco. Und er kann zur Hilfe kommen. Effektiv. Na, Spielzeug ist zerstört, dann haut er lieber grimmig ab. Und fliegt mal wieder weg. Ja, ja, hau nur ab. Nu? Er kriegt noch mehr. Super. Ja, daher werde ich mich auch erschreckt. Es wird Zeit für einen riesigen Bosskampf, denn der ist unfair stark, muss ich sagen. Da braucht man ungefähr 300-400%, bis man den irgendwie aus der Stage kriegt. Oder man ist ganz intelligent und technisch begabt und kriegt das anders hin. So. Ich habe schon lange nicht mehr mit Falco gespielt. Also wundert euch nicht, falls ich dann doch irgendwie schlechter sein sollte. Nein. Mal ebenso 29% Schaden, ne? Und das war nicht mehr eine Smash-Attacke. Nein, nicht mit der Feuerblume. Nein. So. Einfach ganz kleine Schläge. Da kann man ihn schon relativ gut weghalten. Oh Gott, Alter. Du bist doch wohl bescheuert hier. Na, so. So würde ich das machen. Einfach nach oben drücken und die ganze Zeit A drücken, wenn ihr Falco habt. Da macht er schon ordentlich Schaden mit. Und der kann aus irgendeinem Grund nicht ausweichen. Er ist wahrscheinlich einfach zu groß. Und schon hat man so eine große Prozentzahl. Und jetzt ein Bumper, der passt ganz gut. Ja! Sehr gut und clever genutzt. Please a cake. Wunderbar. Sinn und Zweck erfüllt. Und der ist weg. Okay, und jetzt kommt gleich das gleiche Szenario, was wir bereits kennen. Ich hau ab. Na, dann bleibst du mal wohl hier, wir müssen noch weitergehen. Wir müssen noch jemanden suchen. Nee, ich hau ab. Ah, komm mit jetzt endlich. Ah, das kennen wir doch. Gut, das war eine kleine Impro-Synchronisation von mir aus. Aber na gut. Falco. Und bitte springen jetzt, denn sonst ist man gleich tot. Na, wir können ja schwimmen. Gut. Ha! Verarscht. So, Paracuba ist weg. Hui! Jetzt wird's lustig. Und dich haben wir jetzt weg. Man sollte jetzt nicht darauf geraten, denn sonst ist man eigentlich tot. Das war unnötig geworfen. Oh! Werf mal. Zack! Gut. Will mir zu lange dauern, bis du wieder einen Hammer wirft. Zack, zack. Nicht ins Wasser, bitte. Okay. Warten wir, bis wir unten ankommen. Gut. Nein, wir warten. Habe ich den richtigen Weg genommen, nach unten. Und dann kann man hier lang. Eigentlich brauchen wir überhaupt keinen davon, aber na gut. Juhu! Nein, das war ein bisschen zu früh. Oh, hat noch funktioniert. Das wusste ich gar nicht, dass sowas funktioniert. Oh, das war perfekt getroffen, Freunde. Ich kenne das Level halt. Also, ich kenne das Level. So. Hui. Und Paracuba.
Da. Mist, den habe ich nicht mehr erwischt. Hätte ich zu gerne gemacht. Nein. Ah. Schwimmen gehen. Da. Mist, da kam es zum falschen Zeitpunkt. Hui. Erwischt. Ein Panflam. Das ist mein Panflam. Das ist mein Panflam. Ich will meinen Panflam haben, du. Panflam ist mein starker Starter-Pokémon hier. So, dich nehme ich mit. So, hör. Und, bumm. Hier. Hui. So, am liebsten würde ich jetzt gerne... Erwischt, erwischt. Aha. Falco ist dann wohl doch ein guter Fußballkünstler. Oh, neues Leben, das nehme ich gerne mit. So. Wir hätten Falco in der EM benutzen sollen. Hopp. Zack. So. Machen wir das einfach mal fertig hier. Ja, los, durch. Okay, dann geht's hier nochmal weiter. Okay, wir haben schon einige Minuten hier schon voll. Dann einfach sowas machen, hier das und das. Und dann nehmen wir uns das Herzchen nochmal mit da hinten. Dann machen wir Folgendes. Hier unten gibt es nämlich noch einen Auslöser. Und dann holen wir uns die Statue hier. Gut, das wäre geklärt. Sollte man nicht voreinsetzen, denn sonst wäre das Herz ja weg. Und das kriegt man so schnell auch nicht wieder. Mist. Ah, nein. Gut, das hat noch geklappt. Nach links jetzt. Nein, so war das nicht gewollt. Mist, die tun auf einer Seite weh. Nein, mein Pilz. Nein. Du Arschloch. Oh, das habe ich ganz gut genutzt, glaube ich. So. Und Angriff aus dem Hinterhalt. Taucherattacke. Gut. So, wir sollten jetzt endlich mal diesen Part hier beenden. Sonst wird er ein bisschen lange. Der längste Part war, glaube ich, jetzt schon 15 Minuten lang. Gut, dich überspringe ich einfach. Was soll's. So, wir sind auch gleich fertig. Da. Hui. Ah, obwohl, gleich fertig. Da gucke ich gerade mal auf meine Kamera und da kommt so ein Ding. Nein, ich wollte keine Smash-Attacke einsetzen. Nein. Ah, genau, das hatte ich erwartet. Weg. Gut, ups. Na gut. So, komm mal raus hier. Wo seid ihr denn? Wir haben nicht viel Zeit, Freunde. Oder der Part wird halt länger als 15 Minuten. Aber dann muss ich eine Aufnahme nochmal neu starten. Ja, perfekt gemacht. So, die muss ich jetzt irgendwie loswerden. Nein, verdammt. So. Okay. So geht's natürlich auch. Ach, du bist das. Nein, Kumpel. Der kommt nochmal wieder, ne? Ja. Gut. Ach, du bist es. Ein Scrolling-Level. So, hier in die Mitte bitte. Hör. Na gut. Hör. So. Einfach hier drauf bleiben, möglichst rechts halten. Und dann sind wir schon bald durch. Ich weiß, da kommt noch so ein Mega-Gumba. Hier, der hier. Aber der ist ja nicht so schwer. Und da gehen wir einfach durch die Tür und sind fertig. Obwohl, wir sehen noch jemanden. Da ist der. Donkey Kong. Komm doch mal her. Wir wollen dich doch befreien, Mensch. Aber die wollen auf diese komische schwebende Insel. Hey. Unfair. Gut, dass Falco uns was organisiert hat. Da ist unser Flieger. Der ist doch wirklich viel cooler. Okay, Freunde. Das war's mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Part. In der Forschungsstation, denn Falco ist den Kämpfer beigetreten. Bis zum nächsten Part.